Du bist ja selbst Sohn einer Österreicherin und von einem Jamaikaner. Bist du vielleicht auch selbst schon an die Grenzen von dem deutschen Integration gestoßen, dass du da nicht weitergekommen bist? Ja. Also ich selber habe sehr lange gebraucht, um mich hier wirklich heimisch zu fühlen. Und ja, klar habe ich Erfahrungen gemacht. Ich habe Erfahrungen gemacht, dass ich mich hier nicht angenommen fühle. Ich habe Erfahrungen gemacht, dass ich Probleme hatte, halt auch mit Rassismus von Seiten, was weiß ich, am Flughafen in München oder die Polizei, die mich komisch behandelt hat. Und da denke ich jetzt als Schauspieler und eben Musiker, habe ich auch die Chance, jetzt Interviews zu machen, wie mit dir gerade. Und da versuche ich das natürlich in die richtige Richtung auch voranzutreiben. Meinst du denn auch, dass es auch in der Jugend gerade ein Problem ist mit Integration, dass es da auch zu Schwierigkeiten oft kommt? Mein Eindruck ist, dass für die jüngeren Generationen, dass es teilweise ganz selbstverständlich ist, dass halt Leute aus unterschiedlichen Ländern kommen oder dass Deutsche unterschiedlich auch aussehen. Ich denke, dass es im Auge der Öffentlichkeit noch ein bisschen problematisch ist. Zum Beispiel hier ist jemand, der einen deutschen Pass hat, aber vielleicht eine türkische Mutter und einen deutschen Vater, wird trotzdem als Ausländer bezeichnet. Das ist nicht so in anderen Ländern. In Frankreich ein schwarzer Franzose ist kein Ausländer, der ist trotzdem Franzose. Und ich glaube, dass da echt noch ein bisschen Aufholbedarf einfach vonnöten ist, was jetzt die Bezeichnungen angeht. Dann, wo ich ganz konkret Erfahrungen gemacht habe, ist halt im medialen Bereich. Guck mal, ich denke, ich spreche gut Deutsch. Trotzdem von 10 Drehbüchern, die ich bekomme, muss ich in 8 Drehbüchern jemanden spielen, der gerade ein Flüchtling ist oder der ein Drogendealer ist oder der mit Akzent spricht. Und ich denke, dass da einfach nach wie vor kein realistisches Abbild davon gezeigt wird, wie es wirklich ist hier in Deutschland. Also nicht überall, aber in den großen Städten sind ein Drittel der Kids haben Migrationshintergrund. Und das wird einfach noch nicht widergespiegelt. Und ich finde nicht, dass der Umgang auf allen Ebenen schon ganz normal ist.